welcome to a new episode of Demon Slayer Staffel 4, Folge 4. Fast schon zu Ende, I guess, I don't know. Mit dabei, OPT. Geil, ich hab Bock, wir sind halb durch jetzt schon, ne, mit der Staffel. Ach, Digga, ich weiß nicht, das ist so eine weirde Season, halb Bro. Halb durch, ich bin gerade angefangen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erleben wird, was das Finale davon sein wird. Leute, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo auf den Kanal und wir gehen rein. Geht direkt los. Digga, Tanjiro ist so fucking buffed. Das kann mir keiner erzählen auch. Aber wenn er wieder seine Klamotten anhat, sieht er bestimmt wieder so klein und schmal aus, weißt du? Safe. Okay. Der andere edgy guy from Demon Slayer Core. Aus dem Handgelenk. Ich frag mich echt, guck mal, wenn diese Demon Slayer Staffel wirklich ein bisschen Arsch ist, ob das wirklich den Anime schaden wird und die Leute dann nicht in die Kinos gehen werden. Weil doch. Es gibt schon genug Animes, die eine schlechte Season hatten und dann Digga Absturz. Guck mal, da frage ich wieder die Anime-Logic, okay? Alle Säulen haben special Haarfarbe und alle Low-Bob-Soldaten haben alle schwarze Haare. Weiß ich nicht, ne? Einfach färben, so. Einfach färben. Oh, okay, das sah geil aus. Alter. Digga, Tanjiro ist einfach... Tanjiro, ach ja, er respektet ihn ja jetzt. Ich schwöre, im Final Arc müssen mindestens, ich sag's jetzt, es müssen mindestens 12 dieser Lobob sterben, sonst ist für mich mindestens vorbei. Mindestens, ja, von denen ja. Von den Säulen auch. Nein. Doch, da sind wir mal ehrlich. 12 Säulen, Alter. Ein paar Säulen müssen aber auf jeden Fall sterben, oder? Ja, schon, eigentlich schon, ja. Was ist die Story hinter den Kane eigentlich? Nichts, die können einfach reden, Bro, for no fucking reason. Ja, okay. Also, es gibt tatsächlich wirklich Krähen, das haben wir, glaube ich, letzte Woche auch besprochen, die Wörter können. Aber ja, ne, die sind ein bisschen krasser. Aha. What is Bro cooking? Ultra schwer jetzt. Nein. Oh, Digga, du bist einfach... Das wäre so ein... so ein Piccolo-Trainingsding. Na. Okay. Huh? Oh nein. Was hat er jetzt vor? Oh mein Gott. Digga, die Animation gerade zu den Flieger. Faustballer. Ist er jetzt eigentlich wirklich gestorben? Hey, der ist doch noch, ist er schon tot? Oh, Digga, ich hab's voll vergessen, Bro. Ja, also es war für mich so ein bisschen, hat's fast so gewirkt, als wäre schon so weit gewesen, aber vielleicht ist er noch nicht. Er bald noch, ja. Komm, Tanjiro jetzt gegen ihn. Digga, Tanjiro ist Arme weg. Bro, ja, guck mal. Der hat ein Sleeper-Bild. Sleeper-Bild. Der liegt beschämt, Digga, die lernen doch gar nichts, Bro. Der, guck mal, der haut die 8 Stunden auf den Finger und beleidigt die dann so. Ja, so ein demütigt die fertig, so ab ins Bett mit euch. Digga, nein, hör auf, Bro. Digga, gib mir jetzt keine Bindung zwischen Tanjiro und diesen Leuten, das juckt mich doch nicht, hallo. Ja, wenn da nicht gleich irgendjemand um die Ecke kommt und die niederschlachtet, Bro, so, dann... Bro, die machen es auf Attack on Titan, einen auf den, die sind später Verräter. Ja. Digga, das fühlt sich gerade echt an wie so richtig krasse Filler-Folge. Demon Slayer-Fans, ich liebe euch, ich liebe Demon Slayer, tut mir leid, dass ich so sage, aber ich habe gerade so diese Hardcore-Filler-Vibes. Ja, ich habe auch ein bisschen... So viele kleine random Characters, die so... Oh, da ist wieder die 4. Ey, die 4 wurde doch zerschlagen, ne? Ja, doch. Wurde sie doch. Oh. Okay, oh, okay. Das ist der Spice, den ich in der Folge brauchte. Der Spice aus Dune. Oh! Cray! Ja, das Shuriken zupft da wieder. Bing. Aha. Ultra wichtig. Oh, Salami. Oh, warte mal, kriegen wir den Fight? Na, oder? Die wollten doch fighten, oder nicht? Ja, Digga. Oh mein Gott, wirklich? Endlich mal was. Oh, Bro, die Geige ist auch wild gerade. Ey, ist das nicht ein Fehler und die sind tot? Ja gut, die kämpfen doch hier nicht so oft. Die haben ja kein Schauschwert. Och, come on. No! Ey, mach doch nicht alles kaputt hier. Er ist einen krassen Flashback davon entfernt, dass ich sage, okay, he's him. Trägt sogar das Ruffy X auf der Brust. Das Ruffy X. Aha. Tanjiro muss joinen. Oh, bitte, ja. Digga, als ob Tokito damit mitbumsen kann. Bro, he's like dead like that. Oh. Oh, he is. Okay. Oh, geil. Wow. Oh, wow.
Oh, okay, das ist ein Fate-Fight. Ach, Alter. So. Oh, Alter. Oh, wow. Kaum habe ich was gesagt, machen die aber immer so. Einmal Säulen-Brawl hier. Geil, das war cool. Kurz, aber es war cool. Oh, jetzt komm. Tanjiro kommt da hoch, so. Oh, Kräfte messen. Bitte, so, weißt du, so. Digga, Ruffy Pose. Ja, ja. Die Pose. Er hat sogar die Pose. Wieder ein neuer Tag, genau das gleiche. Auf die Finger hauen und ciao. Guck mal, was sollen die lernen? Ja, und du bist tot. Tanjiro ist einfach ein weiterer Random, oder was? Das können sie mir doch nicht erklären. Komm, Tanjiro, nimm seinen Platz ein, auf Ehre. Digga, er hat ihn mit Königshaki besiegt. Ja, ja. Ey, da hat sich aber tot geschwitzt, ey. Jetzt köpfen. Und tot. Oh, doch eine Lektion beigebracht. Oh, jetzt machen wir diesen Plot harter Lehrer, aber er kümmert sich trotzdem um sie. Ja, jetzt muss aber hier dieses Cthulhu-Wesen damals eindringen. Bro, was ist jetzt los? Boah, jetzt endlich, ja, Mann. Für mich sind Tanjiros Augen irgendwie roter geworden. Ja, stimmt, die haben das ein bisschen heller gemacht. Guck mal, der gegen Tanjiro kämpft, ist immer so voll happy. Oh, wenn, aber man guck, muss er sagen, gibt doch die besten Tipps direkt. Ja, ja, ja. Man muss sagen, zu der Kino-Thematik, also wenn die gucken, Alter, dann kann ich schon echt reinhauen, Bro, mit Kamera warten und so. Ui. Ein Lächeln im Gesicht. Da war es, der Title Drop. Der Title Drop. Digga, was geht's eigentlich mit Zenitsu und Inos? Chillen die noch? Die liegen noch im Bett, ja. Papierflieger? Nächste Folge dann. Der ganze Wettkampf. Bro, er ist Papierflieger Main. Digga, müssen sie nicht gegen Musan kämpfen oder so? Nö, ach komm. Komm. Papierflieger. Papierflieger-Wettbewerb. Junge, Alter, ist das crazy. Die machen so auf Son Gohan und Son Goku vor dem Cell-Spiel, weißt du? Ja. Digga, mach doch mal eine Atmung oder so, you know? Oh, jetzt kommt der Plot. Oh, er versteht es, er weiß es. Er war sogar in seinem Dorf der Beste. Digga, wieso haben die alle Papier... Wieso sind das alles Papierflieger-E-Sportler? Das war so in den armen Dörfern wahrscheinlich das Einzige. Digga, guck mal, du hast das selbst einen Scheiß gefallen. Ey, ja. Ich hab auch nur zweimal geknickt, das Blatt. Jetzt connectet er auch zu den Schülern ein bisschen. Ja, ja. Das ist die Lore. Jetzt machen die alle zusammenkommen. Unfassbar. Es fühlt sich an wie, es fühlt sich an wie der Epilog. Wir haben es durch, die Staffel. Der Feind wurde besiegt. So Wano wurde befreit mäßig, weißt du? Musan ist tot. Es fühlt sich an, wie als wäre Musan schon tot. Ja, weißt du? Guck mal, als gucken sie in den Himmel, verlorenen Brüder nochmal. Und dann zurück und dann guckt er auf sie. Hallo, aufwachen. Jetzt so ein Hardcut auf Musan wäre crazy. Ja. Und was der Feind am Kochen ist so. Oh mein Gott, man. Aber zeigt doch mehr die Flieger. Also ja, wer hat jetzt gewonnen und so? Hör auf. Ja, wirklich, das war was, zu viel Animation wahrscheinlich. So. Wollten die nicht opfern. Digga, wie viel Credits die aber auch Nezuko geben, ne? Das ist schon ein cooler Titel. Sie hat die Sonne bezwungen. Digga, wenn Tanjiro nicht da ist, die geht einfach pennen. Das Ding ist, es fühlt sich so ein bisschen an wie so wirklich noch die letzte Staffel so, dass das Anhängsel so. Ach, sie das Anhängsel ist? Nee, die Folgen bis jetzt so. Achso, ja. Sie noch an wie so ein Anhängsel der letzten. Mal gucken, aber das wird bald switchen, nicht mehr lange. Ja, stimmt, das wäre echt, glaube ich, besser gewesen, wenn das in der letzten Staffel noch so drin gewesen wäre, ne? Oh, Urakudeki! Tenguabi! Oh, guck ihn dir an! Geil! Weißt du, was die Lore ist hinter der Maske? Die Tengu-Maske? Er ist zu hübsch, Bro. Teufel haben sich lustig gemacht, deswegen hat der Maske angefangen. Nein, no, kein Scheiß, Digga, er ist zu hübsch. Geil, er ist zu hübsch, der muss Maske. Er ist zu handsome. Alrighty guys, now we know how to fold a Papierflieger, you know? Oh, CG Bean. Nächste Folge, Bean. Nächste Folge, Dänen mit Mitsuri. Ob's gottlos wird? Nächste Woche mit ihr, Bean Arc. Digga, ich schwöre, das ist Pokémon Smaragd. Er geht von Arena-Leiter zu Arena-Leiter. Kannst du mir sagen, ja, was du willst? Ja. Er lebt ein Abenteuer in jeder Folge so. Okay, Freunde, lasst ein Däumchen da. Mal gucken, was uns beim nächsten Filler-Abenteuer erleben wird. Ja, Leute, ihr wisst, Abo hier. Ruffy, OPT, GTT, GNTM und so weiter und so fort. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.